Ich wollte eigentlich immer schon Wetterfrosch werden. Das heißt, ich wollte immer Meteorologe werden und dann mit einem, weiß nicht, Eisbrecher durch die Antarktis fahren und da Klimaforschung machen. Das habe ich dann tatsächlich auch ein Jahr studiert und habe dann aber während des Studiums gemerkt, dass das überhaupt nicht das ist, was ich machen möchte oder was ich mir darunter vorgestellt habe. Und dann bin ich halt den Weg gegangen, habe gesagt, okay, was machst du jetzt? Ich bin der Chefarzt der zentralen Notaufnahme und der Intensivstation. Das bedeutet, dass ich die Teams in der zentralen Notaufnahme und in der Intensivstation natürlich betreue und leite. Und auf der Intensivstation bedeutet das natürlich regelmäßig Visitentätigkeit. Da legen wir die Therapien für den ganzen Tag fest. Und die Therapien führe ich natürlich dann auch mit meinen jungen Kollegen, den jungen Assistenten durch. Ich lerne die an, ich bringe die Sachen bei, teache die, führe aber auch Prozeduren selber durch. Das heißt, ich lege Zugänge, mache Beatmungstherapie bei Patienten. Und in der zentralen Notaufnahme ist das sicherlich weniger geregelt, weil das einfach abhängig davon ist, was für Patienten wir bekommen. Das ist nicht vorhersehbar und das ist sicherlich auch das Spannende an dem Bereich. Mir macht das jeden Tag Spaß und das liegt, glaube ich, daran, dass das eine Kombination aus einer Naturwissenschaft ist, die ich einfach immer total gerne gemacht habe, auch in der Schule schon. Aber ich mit dieser Naturwissenschaft nicht irgendwie technisch vor dem Computer sitze, sondern diese Naturwissenschaft am Menschen anwenden muss und da trotzdem viel Empathie zugehört. Und diese Kombination aus Naturwissenschaft und Umgang mit Menschen, täglichen Umgang mit den Menschen, das finde ich einfach super faszinierend und das hat mich immer von Anfang an gepackt und das ist das, was mich auch heute noch berührt. Das ist natürlich das Grundwissen der Medizin in den ganzen verschiedenen Fächern, das heißt Anatomie, Physiologie, Biochemie. Also gerade die Anästhesie- und Intensivmedizin ist was, wo man von diesen Grundlagenfächern extrem profitiert, die man einfach können muss. Und das haben wir sicherlich aus dem Studium gut mitnehmen können. Und in der klinischen Phase des Studiums haben wir natürlich viele Praktika gemacht. Das heißt, da konnten wir in die ganzen Bereiche reingucken, um nachher zu schauen, in welchem Bereich möchte ich überhaupt landen. Also ich finde, das Studium ist immer so eine Mischung aus dem, was man natürlich im Studium beigebracht kriegt und auch dem Studentenleben. Beides hat mir in Düsseldorf sehr, sehr gut gefallen. Es gab eine schöne Balance aus theoretischem Unterricht und praktischen Fertigkeiten, die man schon erwerben konnte. Insofern, das Gesamtpaket Düsseldorf passt für mich einfach. Das würde ich sicherlich auch wieder machen.